Der Hauptgrund für die Meinungsverschiedenheiten geht darauf zurück, ob ich die Bedeutung von Essen und Trinken einenge oder ausweite. Was bedeutet das? Zum Beispiel, Magensonde. Bricht eine Magensonde das Fasten? Das heißt, mir wird ein Schlauch mit einer Kamera durch den Hals in den Körper hineingegeben, in den Magen. Es wird geschaut, geguckt, dieses und jenes, und wird wieder rausgezogen. So, ist das Essen oder ist das kein Essen? So. Diejenigen, die das einengen, sagen, das hat nichts mit Essen zu tun. Das wird nicht verdaut, das wird einfach reingenommen, wird ist an einem Schlauch sozusagen, wird wieder rausgezogen. Die anderen sagen, es geht nicht nur um Essen und Trinken, sondern es geht darum, etwas in das Innere, in den Jove des Körpers hineinzuführen. Egal, ob das Steine sind, da kann es halt nichts mit anfangen, oder ob das Lebensmittel sind. Und der andere sagt, das ist kein Essen und Trinken, Ende aus. Die nächste Sache ist, was ist das Innere des Körpers? Geht es hier nur um den Magen? Oder fängt das schon im Hals an? Ist das auch das Gehirn? Geht es auch durch? Die nächste Frage ist, geht es nur um den Manfred, den Eingang, der üblich ist fürs Essen und Trinken? Oder geht es auch um andere Eingänge? Ja, zum Beispiel sagt jemand, ja okay, das kommt rein in den Körper, aber das kommt ja nicht durch den normalen Eingang rein, wo man Essen aufnimmt, nämlich den Mund, nämlich zum Beispiel durch das Auge. Zum Beispiel Augentropfen und jemand spürt den Geschmack im Hals. Sagt der eine, kein Problem, das ist kein Manfred, das ist kein, nicht der übliche Eingang. Der nächste Satz spielt keine Rolle, ob das der übliche Eingang ist, jeder Eingang des Körpers. Und auch wenn ich einen Eingang lege, ich mache zum Beispiel ein Loch in den Bauch, und durch das Loch im Bauch bringe ich ihm etwas in den Körper hinein. Okay? Das sind die Punkte, wodurch die Meinungsverschiedenheiten auftreten.